Wenn wir in der Forstwirtschaft von Holzrücken sprechen, dann meinen wir damit den Abtransport vom Holz aus dem Wald zur Straße oder zum befahrbaren LKW-Weg, wo das Holz dann wieder abgefahren werden kann. Das kann auf der einen Seite per Hand funktionieren, dass der Mensch das an den Weg trägt. Das ist der seltenste Fall. Häufiger ist es tatsächlich mit der Maschine gemacht. Kombiniert werden kann das Ganze auch mit Arbeitspferden, wie ihr auf meinem Kanal auch in anderen Videos sehen werdet. Die Arbeit des Holzrückens ist tatsächlich ein Bestandteil in der ganzen Holzernte und gehört nach dem Holzeinschlag dazu.